Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, meine Damen und Herren, lassen Sie mich eines voraushecken, von allen möglichen Fahrzeugen gehen Gefahren aus, von Elektromobilfahrzeugen gehen keine größeren Gefahren aus, als von anderen Gefahren ausgehen. Insoweit ist das der Zungenschlag aus dem Satz. Aber es sind spezifische Gefahren. Und diese spezifischen Gefahren müssen Einsatzkräfte kennen, wenn sie zu einem Zugriff kommen, wenn sie vor Ort löschen oder retten müssen. Und deshalb geht es schon darum, wie können wir unsere Rettungskräfte so in die Lage versetzen, das tatsächlich zu erkennen. Eine Kennzeichnung des Fahrzeugs als solches ist es nicht. Denn die Kennzeichenablösung, das ist ja alles beschrieben worden, ist genauso eine Möglichkeit wie nach dem Motto an dem Person. Es gibt heute schon die Möglichkeit der Halterabfrage, das ist das, was alle Beteiligten als erstes machen, über die Halterabfrage, über die Registerkarten, die hinterlegt sind, das sofort abzuführen. Und das werden wir ausbauen müssen, meine Damen und Herren. Denn die spezifischen Dinge, die technisch hinter jedem einzelnen Fahrzeug stecken können, sind nicht nur bei Benzingetriebenen, bei Dieselgetriebenen, bei Elektrogetriebenen, bei Hybriden, bei Wasserstofffahrzeugen oder anderen so spezifisch, dass es ganz wichtig ist für die Einsatzkräfte genau zu wissen, an welcher Stelle welche Leitung sitzt, an welcher Stelle welches Aggregat wie verarbeitet worden ist. Das Beispiel, das in Moorkarten, in der Tat, der Kollege Tietze hat es erlaubt, das hat ja auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen für Furore gesorgt, das Löschen eines hybridgetriebenen Fahrzeugs, das dann den Einsatzkräften vor Ort nicht unmittelbar möglich war und dazu geführt hat, dass man das Fahrzeug in einem Wassercontainer geflutet hat. Das ist übrigens einer der durchaus vorgesehenen Maßnahmen, wenn es tatsächlich bei einem solchen Brand dazu kommt, dass eine Batterie auf diese Art und Weise brennt. Nichts Unübliches, also die auch notwendige und dann ganz normale Löschart. Heißt, meine Damen und Herren, es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich mache es deshalb kurz, damit Sie in die Mittagspause kommen. Der Antrag, den bis auf die AfD eigentlich alle hier unterstützen, ist der richtige. So müssen wir weitermachen. Wir brauchen für unsere Sicherheitskräfte verlässliche Daten und die kriegen wir am besten dadurch, dass wir auf elektronischem Wege Zugriff auf die entsprechenden Registerkarten haben. Danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.